Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Enderei Forgotten Stories. Ich würde sagen, wir futtern erstmal einen dicken Kürbis und starten direkt durch. In diesen schönen Sonnenuntergang hinein. Ah ja, hier ist ja überall Klippe. Wie mache ich denn das jetzt am besten? Am besten, ich laufe mal wieder zurück zur Händlerin, oder? Ich meine, seien wir ehrlich. Als ob ich nicht noch was entdecke, bevor wir nach Flussheim kommen. Ich habe ja schon gesehen, wie weitläufig das hier alles ist. Deshalb, ich glaube, das ist das Schlauste. Ich habe jetzt die Kommentare noch nicht gelesen. Aber. Ah, hier haben wir schon gekämpft. Vielleicht ist Schwimmen sogar schneller. Da hinten ist die Mine. Ist vielleicht auch gar nicht so doof, dass ich immer mal wieder ein bisschen zurückgehe. Gar nicht nur wegen dem Verkaufen und den Groschen. Wir haben ja eh einen riesigen Wertverlust durch den goldenen Kelch gemacht. Sondern auch, damit ich mal ein bisschen die Gegend kennenlerne. Oder. Also jetzt gerade so beim zweiten Mal oder dritten Mal sehen. Jetzt, okay, die Gegend kennen wir auswendig. Aber davor so, ne, dieser Strand. Da fühlt man sich dann schon heimisch. Ja, man weiß ja nie, ob man nicht doch mal was übersehen hat, aber ich scheine zumindest die offensichtlichen Sachen mitgenommen zu haben. Obwohl, das war ja auch der Troll aus dem Anfangsgebiet noch. Wir sehen so richtig schlicht aus. Also, als wir die schweren Rüstungen getragen haben, hat mir das noch besser gefallen. Hey du, ich bin's mal wieder. Natürlich. Ah, schön. Also, meine Liebe, ich hab mal wieder ein paar Sachen. Ich hab mal wieder ein paar Sachen, ja? Erstmal hier wieder Pfeile für dich. Davon hast du ja schon mehr als genug. Die magischen behalten wir wie immer. Drei Flammenstäbe weg. Ach, ich habe immer noch den Stab hier versucht. Das können wir. Habe ich irgendwie dann vergessen gehabt. Das können wir demnächst mal machen. Der könnte ein bisschen besser sein. Aber ist ja was ganz ehrlich, was interessiert mich so ein Stab? Ich hoffe mal, dass der jetzt nicht für eine Quest wichtig ist, aber ich wette nein. Ich wette nein. Auf jeden Fall hat mir zu diesem Zeitpunkt jetzt gerade noch niemand geschrieben, dass ich den behalten soll. Unter dem Video, wo mir halt Sherratt gemacht haben. Deshalb. Es ist im sind immer 230 Groschen. Ha? Nee, kommt. Weg damit. Weg damit. Die Rollen hatten wir schon sortiert. Hier, bei dem hier können wir mal ein bisschen was weghauen. Also zum Beispiel, das wird sonst für mich zu unübersichtlich, wenn ich die Sachen alle behalte, wisst ihr? Das Tagebuch eines Schiffers behalte ich aber mal noch. Die verkaufe ich natürlich. Das verkaufe ich, das verkaufe ich, das verkaufe ich. Ich glaube, das verkaufe ich. Also diese Arcana Enzyklopädias, da verkaufe ich auch. So, wir konzentrieren uns hier auf diese. Torgan Whisperzunge, behalte ich aber auch nochmal. Vielleicht lese ich mal irgendwann aus Spaß die oder so. Und diesen Brief können wir auch verkaufen. Schön, schön aufgeräumt, so mag ich's. Jetzt hier zum Sonstigen. Ich halte bald ganz gerne so ein bisschen was von den Sachen. Ja, den goldenen Kelch. Den verkaufen wir ganz sicher nicht. Oh, da muss ich richtig vorsichtig jetzt sein. So, okay. Sieht gut aus. Wir haben mal wieder 725. So langsam kriegen wir doch Gold, obwohl wir diesen riesigen Kelchrückkauf gestartet haben. Und ich glaube, das war tatsächlich das letzte Mal, Leute, dass wir hierhin zurückgegangen sind. Denn jetzt werde ich hier lang schwimmen, hier runtergehen und diese Gegend erforschen und dann über diese Brücke laufen. Und da ist dann bestimmt Flussheim. Ich freue mich drauf. Es wird toll. So, die Truhe da an der Küste hatten wir ja schon gelootet. Ziemlich sicher. Und hier waren diese drei Wegelosen, diese Räuber. Das heißt, wir sind hier auf einer sehr guten Route, weil kurz dahinter ist bereits unbekanntes Gebiet für uns. Bevor ich es wieder vergesse, Leute, ne? Wollen wir ein bisschen Spaß haben. Ich bin immer so verlockt, dann einfach einen Trank. Ach komm, als ob wir die später noch brauchen, die Tränke. Jetzt haben wir ein bisschen Spaß mit unseren Magieschwertern. Hier kommen bestimmt bald Gegner. Interagieren Reisestein. Das sind einfach Grabsteine, ne?
Du bist mein Licht, mein Schimmer am Horizont. Dein Name ist mein Sakrament und dein Pfad will ich ehren, in Leben und im Tod. Der Pfad wär's C. Aha, das ist kein Grabstein. Ah, doch, ist es. Verdächtige Erdhaufen. Nein! Ach, es ist so dämlich. Jetzt wieder der traurigste Gräber aller Zeiten. Unglaublich. Immerhin mit seiner Haltung würdigt er die Toten während seiner Grabschändung. Okay, wir finden eine Flöte. Handwerkskunst, nicht schlecht. Das ist irrelevant. Rolle der Seelenfalle und ein Schädel. Gar nicht so schlecht. Mann, Mann, Mann. Oder ich kämpfe einfach ein bisschen ohne Geisterwolf. Nur ausgerüstet mit meinen beiden magischen Schwertern. Hier sind eh keine Gegner. Hier ist alles friedlich. Das eine Mal, ey. Oh, ich höre Wölfe. Als ob wir die Mana-Tränke nochmal brauchen. Ist mir egal. Ich will das jetzt. Wow, da sind sie ja schon. Ich will es jetzt erzwingen. Schwert 1. Wir können noch nicht kämpfen. Wir müssen noch ablenken. Okay, sie kämpfen eben mit meinem Wolf. Wir können nur mit beiden Schwertern kämpfen. Das ist die goldene Regel. Ah, okay. Ich merke gerade. Ich muss nochmal fliehen. Mein Mana reicht nicht. Es ist so sinnlos, was ich hier mache. Na gut, okay. Machen wir in die rechte Hand den Kolben. Was soll er? Ich schaff die doch, oder? Oh, 3 wird hart ohne Wolf. Ja, wo sind die jetzt? Ist der Wolf noch am Leben? Ich sehe gerade keine roten Punkte auf dem Kompass da. Ah, ich schlag einfach nur mit links zu. Das ist die Strategie hier. Die sind gar kein Problem. Das Schwert ist so stark. So lustig, ey. Man geht irgendwo rauf. So beeindruckend. Und sofort auf dem Bau, auf dem Berg sind natürlich Wölfe. Und es macht auch Sinn, dass sie abseits des Weges sich herumtollen oft. Baldriswurzel. Ah, hier ist noch eine Ader. Das war's dann wieder mit dem Schwert. Ich habe versucht, es zu erzwingen mit dem Schwert, Leute. Aber ich war zu gierig. Ich hätte den Wolf nicht beschwören sollen. Entweder Schwerter oder Wolf, würde ich sagen. Ich guck gar nicht hin. Natürlich kein Edelstein. Natürlich nicht. Selbst. Ah, Mann, ey. Ich hab nicht mal wirklich dran gedacht dieses Mal. Trotzdem nicht geklappt. Zeit für einen guten Kürbis. Einen Frustkürbis. Kennt ihr das? Wenn ihr richtig sauer seid, in die Küche geht, ihr sucht irgendwas, damit ihr euch glücklicher fühlt. Eure Hand geht vorbei an der Schokolade und direkt hin zum dicken, großen Glückskürbis. Ich nicht. Wo sind wir denn jetzt, ey? Das sieht ihr. Ah, hier, an dieser kleinen Wasserstelle da unten. Großartig. Hab ich das gesehen? Da ist auf jeden Fall ein Wolf, alles klar. Wir gehen da gleich hin, Leute. Versuchen es mal, ich speichere erstmal. Wir versuchen es auf jeden Fall mal ohne langweiligen Geisterwolf und mit coolen Magieschwertern. Ich bin manchmal irritiert, weil das Mana ist so ultra langsam. Es liegt wahrscheinlich an der Robe, die ich anhabe. Mit der anderen war das einfach angenehmer. Na komm. Oh, guck mal, da oben ist eine interessante Pflanze. Die kann man bestimmt mitnehmen. Es kostet auch immer so ein bisschen mehr, als ich denke, wenn ich ehrlich bin. Oh, ist hier so interessant. Wir werden es uns gleich alles anschauen. Oh Mist, das hat mich getroffen. Der Mega-Move. Oh oh. Gar nicht so leicht gegen die. Aber es war auch mein Super-Move hat nicht geklappt. Das ist meine Ausrede. Soll ich noch einen trinken? Nee. Zack, in die Fresse getreten. Ich hatte Lust auf diesen harten Kampf. Was haben wir hier? Sporenkrone. Malfasblüten. Ja, der Mann hat echt einen Blütenkomplex.
Blumenkomplex. Oh, mal wieder was zum Buddeln. Auch mal wieder, scheint mir wieder ein Grab zu sein. Ich werde gleich mal was Gutes essen. Wir haben ja einige Feinheiten dabei. Ich glaube, ich erinnere mich an ein solides Stück feinsten Bries. Ja, so ein Stückchen. Und ich glaube, die heilen auch nur so für 130 Sekunden oder so. Ist auch genau die richtige Klasse aktuell für uns. Okay, noch nehme ich alles mit. Ring der Ausdauer. Oh, 10 Punkte? Wie bitte? Ach nee, das ist ja hier, ne? Wir haben 132 aktuell. Das ist trotzdem gut. Endlich mal einen Ring gefunden, der was macht. Schön. Schön, schön. So, wir haben doch hier Käsestück. Hm. Okay, war vielleicht nicht Brie, aber hey. Also es hat sich gelohnt, sich hier durch diese Wölfe zu prügeln. Mal kurz schauen, was auf der anderen Seite dieses kleinen Baches ist. Ah, Libelle. Ach, verdammt. Mana-Pilze, das ist schon mal nett. Wenn ich genug habe, lege ich sie mir wieder auf den Hotkey irgendwann. Das ist echt... Ich meine, wahrscheinlich ist da eh nichts oben. Ich sehe jetzt zumindest von hier nichts. Das war's. Hier ist nichts mehr. Auf der anderen Seite dann nochmal gucken. Eine Grabschaufel. Und Silbererz. Es gibt also unterschiedliche Adern. Habe ich darauf bisher nie geachtet oder hatten wir immer nur die gleiche? Es kann beides sein. Jetzt haben wir Silbererz hier gefunden. Sehr coole Sache. Ist natürlich auch ein schönes Handwerksmaterial, um wirklich edle Waffen wahrscheinlich zu erstellen. Da wurde doch unser kleiner Ausflug mal wieder mehr als belohnt. Was mir auch echt gefällt, ist es halt nicht so, dass sich die Welt dann total öffnet, ne, dass ich jetzt hier endlos weitergehe, sondern immer wenn man von Weg abgeht, findet man noch so ein kleines Abenteuer. Es ist irgendwie ein gutes Gleichgewicht, finde ich. Ich finde, die Open World ist eng genug gestaltet, damit man sich nicht verloren fühlt und man fühlt sich trotzdem frei. Wisst ihr, was ich meine? Also mit dieser Robe, mit dieser Magierrobe war das deutlich angenehmer. Es funktioniert eigentlich nicht mehr mit den Schwertern jetzt. Aufgrund von Mana-Mangel. Außer ich schmeiß mir die ganze Zeit irgendwas rein. Hier waren wir noch nicht. Was ist das? Altes Bauernhaus. Ich sage, ich mag dir nicht Schwert, auch gleich wieder gemacht, weil ich es einfach so cool finde. Um in Enderal Gegenstände herzustellen, benötigt ihr dreierlei. Einen Bauplan, Zutaten und eine Fertigungsstelle, wie zum Beispiel eine Schmiede. Hergestellte Gegenstände sind meist stärker als gewöhnliche und einige besonders seltene Artefakte lassen sich nur erstellen und nicht finden. Okay, ich stecke schon mal weg, hier ist niemand. Also wie gesagt, Crafting machen wir... Wow, oh Gott, Schock meines Lebens. Oh mein Gott. Eieiei, dieses Spiel erschreckt mich immer wieder. Himmel hilf, ich war so schnell weg, das habe ich noch nie erlebt. So schnell war noch keiner weg. Ausgewachsene Ratte. Ich glaube, die infizieren einen, wenn sie treffen. Ich versuche ihm auszuweichen, deshalb. Okay. Oh, Hilfe, weil ich mir so sicher war, dass niemand da ist. Meine Fresse. Oh Gott. Na gut. Also wie gesagt, Crafting, Leute, machen wir jetzt noch nicht. Aber ich gucke mich hier natürlich trotzdem um. Wein, Eisenbarren, kleiner Rucksack, Lederstreifen, das ist wahrscheinlich Crafting. Gerbstelle, die gucke ich mir trotzdem mal an zumindest. Einfach mal angucken. Gerbstellen können benutzt werden, um Tierhäute in Lederstreifen zu verwandeln, die zu Rüstungsteilen verarbeitet werden. Ah, okay. Also, das kostet eine Lederhaut, kann ich aus einem Wolfsfell machen. Und ich habe 4 Wolfsfälle. Das heißt, ich kann jetzt Lederhäute machen, oder was? Ah, ja. Wie was? Ach, jetzt könnte ich den kleinen Rucksack machen, weil ich das Rezept gesammelt habe. Hier, Eisenbahn. Man brauchte dafür 2 Lederhäute, wir haben genau 2. Aber wir haben ja schon einen Rucksack. Ich mache mal zumindest aus den Wolfshäuten das. Das hatten wir auch ein Rezept. Oh, ist die gut. Guck mal, 24. Und die könnten wir uns schon bauen. Aber wir haben halt so eine coole mit Ausdauer. Und es ist eben eher so mein Way, wisst ihr, mit Ausdauer. Aber cool, ja, es ist schon nett. Und ich könnte natürlich auch noch aus der Lederhaut Lederstreifen machen. Aber das lasse ich jetzt mal, weil wenn ich das richtig verstehe hier... Oh, guck mal, braucht zum Beispiel auch Nägel. Also die sind doch nicht so unwichtig. Wenn ich das richtig verstehe hier, brauchen wir auch Lederstreifen.
Lederhaut für diese Sachen. Hier nicht, aber zum Beispiel bei dem. Hier brauchen wir Lederhaut. Also wenn wir Lederhaut alles in Lederstreifen machen, hm. Ah, wir können aber noch... Wartet mal. Aus Bärenpelz kann ich auch... Was? Bin ich gerade ein bisschen irritiert, aber egal. Egal. So, ich glaube, ich bin doch nicht mehr irritiert. Wir haben jetzt... Wir haben jetzt 8 Lederhaut. Ach, es hat alles geklappt. Okay, wir haben 8 Lederhaut und einmal das da. Und wir haben kein Bärenfell mehr. Okay, schön. Gut, recht intuitiv würde ich sagen, alles. Aha, aha. Mitgenommen, mitgenommen, mitgenommen. Ah, Einzelteile werden auch immer gebraucht. Also man braucht zum Beispiel sowas wie Nägel und so Kleinkram oft dann in so Bauplänen scheinbar. Bekritzeltes Pergament. Was? Ist einfach verschwunden. Das will ich aber lesen. Da. Hallo? Darf ich bitte? Das scheint ein großes Geheimnis zu sein. Es klappt nicht, Leute. Ich schwör's euch. Ich drück drauf, es macht nichts. Eieiei. Okay, nochmal, nochmal. Letzter Versuch. Danke. Ich habe jetzt dreimal E gedrückt. Ich weiß nicht, was los ist. Alle werden so merkwürdig. Die Tiere sind böse. Sie haben Papa und Mama gefressen. Was? Oh Gott, guckt mal, Leute. Das ist ein Kinderskelett. Oh, warum habe ich mir so Mühe gegeben, das zu lesen? Oh nein, wie bitter, ey. Eine Bank. Schlechter von Ark, Buch 1. Das hatten wir schon. Wir nehmen es natürlich trotzdem mit. Und schwere Lederhandschuhe haben wir noch gefunden. Oh... Kinderskelett finde ich schon hart. So, ist ein guter Moment, mal jetzt zu schlafen, würde ich sagen. Auf den Schock erstmal ein Nickerchen. Eieiei. Verbringen wir hier die Nacht dort, wo zuvor eine alte, ausgewachsene Aasratte übernachtet hat. Ah, nicht lange geschlafen. Ups, es ist erst 3. Oh, 2 Stunden. Na, machen wir noch 3 Stunden. Ich will immer den frühen Morgen noch mitnehmen. Oh Mann. Ganz anderen Anstrich plötzlich, dieses alte Haus. Aber es war sehr cool. Wir haben auch sehr viel coole Materialien gefunden, fand ich. Und da sehen wir schon Wölfe. So, komm. Wir wollen es doch alle nochmal. Wir wollen es doch alle nochmal. Ich weiß Bescheid. Wer braucht einen verdammten Hund, wenn er diese Schwerter haben kann? Die Antwort ist jeder. Ah, sie sind einfach so stark. Es macht so Spaß. Sag mal, Junge. Nein! Ah, oh, dieses Reflex wegstecken. So. Malfassblüte. Wünschelbrunnen. Ein seltsamer Klang perlt euch aus dem Schacht des Brunnens entgegen. Gestartet verlorene Herzen. Den Schacht hinunterblicken. Alle Wünschelbrunnen finden und ihnen ihre verlorenen Herzen zurückbringen. Den Wünschelbrunnen an der Sonnenküste sein Herz zurückbringen. Tiefgrab, Goldenforst. Okay. Und Pulverwüste. Die scheinen über die ganze Welt verteilt zu sein. Ein goldener Kelch. Ein grasfarbener Stein. Ein goldener Kelch. Mehr brauche ich nicht, um glücklich zu sein. Bringt mir mein Herz zurück. Hm. Also wir brauchen den goldenen Kelch, um ihr Herz zurückzubringen. Gut, dass wir ihn haben. Danke. Gut, dass wir es gemacht haben. Jetzt würde ich mich sonst ärgern. Und einen grasfarbenen Stein. Vielleicht einen grünen Edelstein. Oder sowas. Da sind schon wieder Wölfe. Na gut. Hat er mich schon gesehen, ey? Hä? Er ist sich nicht sicher. Guck mal, da hinten sehe ich schon Gebäude, wenn man in die Richtung geht. Ah, das ist das Geächtetenlager. Ach so. Schon gewundert. Ach Mann, ey. Sollen wir es ohne Wolf machen? Nee, oder? Ist besser, wenn wir kurz warten. Ich sehe es halt auch nicht ein, weil wir kurz davor sind, eh genug Mana zu haben. Na also. Ich sehe jetzt nicht ein, irgendwas dafür auszugeben. Ups. Wieso hat der mich denn jetzt? Ich war mir so sicher, dass sie auf den Wolf gehen. Was
mich doch in Ruhe, Alter. Jetzt habe ich extra auf den Wolf gewartet. Ganz viel Leben verloren. Ärgerlich. Aber es ist eigentlich gut. Damit können wir Gewicht sparen auf die galante Art und Weise. Nehmen wir was essen. Komm, wir essen jetzt, einfach um sie zu entwürdigen, unser bestes Fleisch. Nein, wir machen es nicht. Ich bring's nicht übers Herz. Eintopf. Ah, wir brauchen sowas nicht. Grüner Apfel. Ich glaube aber, dass wir hier... Ah, ne, da hinten. Guck mal das da hinten an. Das sieht sehr interessant aus. Da ist ein Steinkreis. Da will ich auf jeden Fall jetzt auch noch hin. Hier sagen sie echt Fuchs und Hase, gute Nacht. Die laufen immer aufeinander rum, die beiden Viecher. Wäre voll krass, wäre es immer der gleiche Fuchs. Der ihm folgt und man merkt es nicht. Alter Verlorenenkreis. Skelette sind hier am Start. Boah, mega der Move. Warte mal, wie habe ich den denn gemacht? Nee, das war er nicht. Nein! Nicht so lang. Oh, ich bin voll ausgewichen und er kennt da nichts. Soll ich einen trinken? Ein Schlückchen? Na kommt, Leute, ein Schlückchen. Sicher ist sicher. Ich muss sagen, die Bogenschützen, die haben echt gut gezielt. Oft weicht man damit einfach aus. So, da ist er. Zumindest laut Kompass. Was ist der denn? Ach, da hinten, ey. Oh, ups. Okay. So, jetzt gönnen wir uns mal hier den Eintopf. Was haben wir denn hier? Waren ziemlich viele tatsächlich, ne? Wie ist das Teil? Ich hab's schon wieder vergessen. Alter Verlorenenkreis. Aha. Bin gerade leicht irritiert, dass wir den noch nicht entdeckt haben. Aber vielleicht waren wir noch an diesem Wegpunkt nicht genau. In Ordnung. Den nehmen wir mit. Lederschild. Lehrbuch parieren. Das bringt uns gar nichts. Das ist hier Parade. Das hier. Korundumerz. Jetzt haben wir sie aber gefunden. Oh, da hinten sehe ich schon eine, da links sehe ich schon eine Eispranke. Korundumerz. Verdammte Axt, Leute. Jetzt will ich es aber haben. Schürft er länger als sonst? Haben wir nur einen bekommen? Oder das erste nicht gelesen? Nee, wir haben drei. Okay, alles klar. Vielleicht habe ich auch schon welche gefunden. Die sind 30 wert. Zum Vergleich, Eisenerz ist... Hä? Ach, wartet, wartet. 7 wert. Und Malachiterz ist 35 wert. Okay. Was mit Silber? Silbererz ist 22 wert. Okay. Muss man mal gucken, ne? Muss man ja klar mal stellen. Groschenbeutel noch entdeckt. Ich glaube, bis auf so einen hässlichen Schädel, gibt's hier nichts mehr. Okay. Haben wir diese kleine Station. Überall gibt's was zu entdecken. Es ist der Hammer. Es ist wirklich der Hammer, Leute. Haben wir diese Station auch. Jetzt lass mich mal gucken, ob wir hier alles erforscht haben. Also den unteren Bereich will ich noch nicht machen. Ich glaube, wir können jetzt einfach auf dem Weg weiterlaufen, oder? Ich denke, wir haben jetzt zumindest die meisten Sachen entdeckt. Ich könnte noch mal kurz die Überlegung, ob ich den Weg noch einmal einschlage. Aber da sind wir schon lang, ne? Ja, also lang sind wir auf jeden Fall. Ja, genau. Da haben wir dann oben rechts das. Mhm, okay. Schön. Ich denke, wir waren relativ gewissenhaft. Da hinten sehe ich eine Truhe. Ich habe eine Truhe erspäht. Die habe ich letztes Mal, die habe ich noch nicht gehabt. Hier war ich auch noch nicht. Bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob die friedlich oder feindlich sind. Aber sie haben mich einmal angegriffen. Das ist meine Standardausrede. Ein paar Mana-Pilze. Oh, das ist leer. Verdammt. Rolle der Seelenfalle. Oh, ein gefüllter, aber nur ein armseliger. Okay, wie komme ich da ran? Da oben, oder?
Ich glaube, da oben lang. Wenn ich hier rechts irgendwie rumkomme. Ach, es geht auch nicht. Oh. Das ist blöd, weil man hier nichts sieht. Ich weiß nicht, ob es realistisch ist. Ich versuche es gerade einfach mal. Ist halt so doof, dass man nicht mehr springen kann. Ist für sicher Absicht, ne? Wie schon Leute gesagt haben, dass man sich nicht die Berge hochglitschen kann und so. Ah, es ist ein bisschen schade. Vielleicht hier. Weil ich sehe auch nicht, wie ich da hochkommen soll, wenn ich ehrlich bin. Da links. Sag mal. Na ja, dann halt nicht, ey. Ah, okay. War ja nicht so schwer. Okay, hier ist das hier, ist jetzt... Spring doch bitte! Spring doch! Danke. Wir haben es geschafft. Jetzt darf ich keine Fehler machen. Ich sehe gar nichts. Oh, bitte springen. Oh, ich glaube, ich hab's, oder? Oh Mann, was ein Projekt. Jetzt, wo ich hier oben bin, werde ich mich natürlich auch mal überall umsehen. Gut, also hier ist nirgends was. Jetzt suche ich mal kurz die Truhe. Ah, hier, guck mal. So was hatte ich vorhin schon gesehen. Windwurz. Hab's aber nicht gesammelt, das eine Mal. Wo ist denn das jetzt? Das müsste doch hier sein. Oder ist das der falsche Bach? Habe ich jetzt gerade die... Ich glaube nicht. Oh, ich muss mal kurz kratzen. Ah. Ah, da ist sie. Für einen Mana-Trank. Die ganze Mühe. Mist, richtig gelockt worden. Ist hier noch was? Nee, wa? Vor allem mit einer Truhe da, ey. Oh, fies. Gab bestimmt einen leichteren Weg dahin, aber wir haben es ja geschafft. Mhm, auch noch ein paar feine Sachen dabei gehabt, dieser Rucksack. Gut. Habt ihr das gerade gesehen? Ich glaube, da hängen Knochen an dem Steinkreis an der Seite. Und wir kommen wieder mal zu einer Gabelung. Die kennen wir aber schon. Und ich glaube, das ist neues Gebiet für uns jetzt. Wo ist Flussheim? Das Schild sagt, das hier ist über der Brücke, muss es aber kommen. Doch vor der Brücke. Gucken wir mal, was hier so los ist, würde ich sagen. Ich zück schon mal die Waffen, ey. Oder besser gesagt, ich beschwöre schon mal einen Wolf. Obwohl, hier scheint tatsächlich nichts zu sein. Außer eine Rolle der Wohltat. Eine Spitzhacke. Was, Wert 22? Silbererz lag hier rum, alles klar. Bergbau. Ich hätte die nicht gesehen, die Mine fast, ne? Diese Ader, krass. Schon wieder so knapp. Ich sag da schon gar nichts mehr. Es ist nicht so, dass andere Leute hier die ganze Zeit gigantische Opale rausholen. Nö. Oh, er macht noch weiter. Oh, krass. Okay. Ich dachte, das war's jetzt. Nee, hä? Die Erzahl ist erschöpft. Aber er möchte immer noch. Er findet noch was. Er findet noch was. Okay. Ah, ich bin überladen. Gut, es wurde auch mal Zeit, oder? Hä, wieso? Achso, es war noch nicht... Guck mal, das ist doch hier furchtbar. Und das doch auch furchtbar. So. Gut, diese Ader war natürlich schon richtig gut. Richtig nice. Schauen wir nochmal oben. Okay, ich würde sagen, wir laufen jetzt mal nicht weiter. Denn hier ist noch ein Plateau. Und jetzt laufen wir weiter. Oh, Flussheim. Erstrecke dich vor mir. Eine Holzbrücke und keine Häuser dahinter. Ich war mir so sicher, ne? Ich war mir so sicher. Oh, Alter, was macht ihr denn hier? Jungs, ich wollte gerade mit ein paar Krabben kämpfen. Oh, gerade noch einen getroffen. Schnell einen Schlenker gemacht, als ich gesehen habe, der geht daneben.
Ah, keine Ausdauer mehr. Okay. Da hinten sind noch Wegelose. Mit den... Ups, um die kümmere ich mich jetzt auch noch. Was essen? Nee. Oh, ich krieg richtig Schaden. Na gut. Komm, Wolf, tu es. Sehr gute Arbeit, Wolf. Sehr gute Ablenkungsmanöver. Aufs Feuer. Ihr wisst, was es heute zu essen gibt. Oh Mann, jetzt muss ich schon wieder ans Kind denken. Irgendwie. Ich weiß auch nicht, wieso. Voll arm war das. Achso, wir haben ja wenig Tragkram, ne? Gerade gar nicht drüber nachgedacht. Was hast du dabei? Ah, nichts Besonderes. Bauplan Eisenhandschuhe. Der ist wahrscheinlich nicht so spannend für uns. Das ist okay, den nehme ich nicht mit. Schwere Rüstung und eine Truhe. Lederstreifen. Nehmen wir alles mit hier. Ach, ich kann noch mal kurz meine Eispranken essen bei der Gelegenheit. Ja, die sind bei Wert, Verbrauchsgegenstände. Hä? Habe ich nur eine gehabt? Ich dachte, ich hätte mehr. Mist. Ah, ne, ich habe die ja schon gegessen vorhin, stimmt. So, zu weit gehe ich jetzt hier nicht lang. Guck mal, da ist wieder diese coole Burg zu sehen und irgendwelche Gebäude. Da gehe ich jetzt aber nicht hin. Das ist bestimmt nicht Flussheim, weil das Schild zeigte ja gerade. Oder ist es da hinten versteckt? Ah, dann wissen wir es zumindest. Ich behalte mir das im Hinterkopf. Alles begann mit kleinen Krabben. Ich dachte, ich kämpfe da unten gegen die Krebse und alles ist friedlich, alles ist schön. Mitnichten. Plötzlich kommen drei Wölfe um die Ecke und dahinter stehen auch noch Wegelose. Hm, Muschelfleisch. Lecker, lecker. Da will ich doch auch schon wieder rauf. Oh Gott, der Hase hat mich erschreckt. Komme ich da rauf? Ja, da komme ich sicherlich rauf. Von hier. So, wo sind wir jetzt wieder gelandet? Ich meine, wenn wir in Flussheim sind, werden wir eh da so viel zu tun haben. Das ist doch ganz gut, wenn wir jetzt schon uns ordentlich umsehen. Schaut mal, was ich hier schon wieder entdeckt habe. Ne? Da muss ich mal selber auf die Schulter klopfen. Gleich wieder die nächste Eisenerzader entdeckt. Da wird schön geschürft und wir werden es uns danken, wenn wir dann in Flussheim stehen und ein bisschen was in Handwerk gemacht haben und an der Schmiede stehen etc. Ne? Da freuen wir uns über jeden Klumpen Eisenerz, da bin ich mir ganz sicher. Und wir haben mittlerweile so viele Materialien dabei. So langsam lohnt sich das, dass wir immer geduldig zurückgelaufen sind, glaube ich, zur Händlerin. Weil wir haben jetzt genug Platz, um wieder so viel mitzunehmen die ganze Zeit. Ohne allzu wertvolle Dinge abschmeißen zu müssen. Ist vielleicht nicht das Zeiteffizienteste, aber darum geht es ja auch nicht. Das Zeiteffizienteste wäre wahrscheinlich, alles zu ignorieren und durchzurennen. Da will ich nicht mehr lang, aber da würde ich gerne noch hoch und dann bitte, bitte, bitte tu es. Und mal hier noch einmal. Komm schon. Nö, aber ich gebe mich zufrieden mit der Eisenerzader. Da unten sich noch eine Winnwurz. Es gibt immer so ein leicht magisches Geräusch irgendwie. Wenn man denn näher kommt. Ich könnte mal eine essen. Wir haben jetzt auch schon mehrere. Eine Winnwurz. Na? Giftschaden macht die, okay. Super, jetzt habe ich Giftschaden bekommen. Nee, doch nicht. Oder nur ganz wenig oder so. Ich höre Wölfe. Ah ja. Wie ich dem ausgewichen bin. Ich lauf mal. Klappt nicht. Ich will, dass die Fokus wechseln. Sonst nehme ich hier wieder voll viel Schaden. Okay, das reicht mir. Ja. Wenn man die Zeit hat, ein bisschen die Schläge aufzuladen, sterben die halt wirklich schnell. Oh, seht ihr das? Da hängt jemand. Das schaue ich mir gleich näher an.
Sagt mal, sind wir auf dem falschen Weg? Egal, ich guck's mir natürlich an. Es ist eh zu spannend, um weiterzugehen. Oh Mann. Der wurde wohl erhängt. Und zwar definitiv von Menschenhand, also nicht von seiner. Ihm wurde eine schwarze Kapuze über den Kopf gezogen. Hier habe ich wieder was. Guck mal, hier ist wieder was. Ah, das sieht mir aus wie eine Grabstelle. Mit vielen Mana-Pilzen, das freut mich. Ich könnte mal die Mana-Pilze wieder favorisieren. Und dann legen wir sie mal... Ich tausche den mal aus. Ich glaube, die Tränke sind ein bisschen besser, aber die Mana-Pilze halten länger. Das finde ich angenehm. Jetzt fängt er wieder an irgendwelchen Orten zu buddeln. Aber ich meine, er weiß halt, wo die Schätze sind. Der Vergräber der Leiche wollte nicht, dass das Grab geschunden wird. Deshalb hat er so einen Fake-Haufen daneben gemacht. So einen gefälschten. Und weit war die Truhe hier. Oder, das ist der Sarg. Bronzeanhänger der Konstitution. Das ist ja auch richtig gut. 10 Lebenspunkte gibt es mir einfach, oder? Und ich kann es anziehen, weil es eine Halskette ist. Die Halskette, die wir anhaben, bringt nichts. Rhetorik, das ist auch spannend. Rhetorik ist auch was mich sehr interessiert mittlerweile. Kelch. Leichte Rüstung. Oh, das war richtig gut hier. Das war richtig gut, Leute. Als erstes das leichte Rüstung-Ding. Der Rest ist es noch nicht. Aber Rhetorik und Handwerkskunst ist schon mal super als Lehrbücher zu finden. Die sind ja auch alle sehr teuer, die Sachen. Dann gucke ich nochmal auf die Ausrüstung hier. Wir haben doch, guck mal hier, was haben wir denn an? Warum sagt er denn nicht, zieh's an, Junge? Wir haben das da an. Mana regeneriert für, ach so. Nee, aber ist doch egal. Komm, wir nehmen es trotzdem. Wir gehen ja im Endeffekt schon auf sowas. Mit der Mana ist ja nur Spielerei. Was? Das bin ich überladen oder was? Wieder eine komplette Frechheit, wenn ihr mich fragt. Passt doch alles. Was ist denn da noch gewesen? Was ist denn da hinten? Was ist denn da hinten? Das kennen wir. Das ist der alte Hof. Okay, perfekt. Schön. Ah, die Abstecher lohnen sich auch einfach, ne? Krass. Also das hier war schon ziemliche Ausbeute. Nicht mal Gegner davor. Stechpalme? Oder schon gelootet? Wahrscheinlich schon gelootet. Ich glaube ja. Ich gehe hier nicht mehr lang weiter. Sonst drehe ich um und gehe zu den anderen Häusern da rechts von der Brücke. Ein Handmeißel. Wird ignoriert. Okay, hier ist nichts. Oh. Okay. Das ist hier wieder so ein Projekt. Oh Gott, Leute, was mache ich denn? Und ich sehe schon wieder die nächste Ader. Und, oh mein Gott, und eine Steintreppe. Okay, hier müssen wir uns länger umschauen, glaube ich. Egal, wo ich raufkletter. Überall werde ich belohnt. Ich meine, auf jeden klettern wir ja auch nicht, oder? Ich laufe schon an der einen oder anderen Sache vorbei, glaube ich. Ich finde, es dauert ein bisschen lange, aber es ist irgendwo auch okay. Und so lange dauert es auch nicht. Ihr solltet mal Risen spielen und da Schätze ausgraben. Das fordert Geduld, Freunde. Das fordert Geduld. Aber ich will auf jeden Fall hoch. Das sieht so cool aus. So eine Treppe hier auf so eine weitere kleine Insel in luftiger Höhe. Hier haben wir auch eine glorreiche Aussicht. Das werde ich gleich alles mir auch genauer anschauen. Ist das Flussheim? Das ist Flussheim. Also sind wir doch richtig gelaufen. Oder? Das muss Flussheim sein hier. Es ist an einem Fluss. Und es sieht relativ klein und überschaulich aus. Guck mal, da ist auch einer. Ich frage mich, ob der zu Flussheim gehört oder nicht. Ist nicht uninteressant. Das ist eine Winwurz. Gibt es hier oben nichts mehr, Leute? Ich was verpasst hier? Ich wette, ich habe hier was übersehen. Ich bin mir sicher fast schon. An so einem tollen Ort hier. Muss es was ganz Besonderes geben, oder? Ist da unten los? Kalte Nacht. Ach, ich dachte schon, das Schwert. Ach, das Schwert hat kalte Nacht. Oh mein Gott, ich nehme es mit. Ach, ist wieder ein Zweihänder. Warum sind es immer zwei Hände? Handwerkskunstbuch? Also hier gab es nochmal die richtige Belohnung. Oh Mann, was ist das? Verursacht 4 Punkte Frostschaden auf Lebensenergie und Ausdauer. Ist ein Zweihänder. Ist ein Zweihänder. Ach ja. Eine Sache noch, den da.
Großartig. Ich glaube, wir haben unser Dorf endlich gefunden. Haha. Wie weit es weg war. Jesper meinte irgendwie, ja, hilf mir doch mal ganz kurz im Flussheim. Lauf mal schnell rüber. Alter Jesper, Mann, wo hast du mich denn hingeschickt? Das ist ja hier irgendwie am anderen Ende der Welt gewesen. Wahnsinn. Der wundert sich auch, wo ich bleibe wahrscheinlich. Tage über Tage ist der Mann weg. Ich habe noch nicht mal angefangen, hier seine Quests anzugehen. Und wenn wir in Flussheim sind, werden wir auch nicht so schnell um seine Quest kümmern. Sondern wir werden natürlich erstmal mit den Flussheimern reden. Wir werden uns ein bisschen mit Crafting auseinandersetzen. Wir werden handeln, Abenteuer leben, andere Quests vielleicht bekommen. Wer weiß, was da noch alles passiert. Ich speichere übrigens sehr, sehr selten in dem Spiel. Ich weiß, das ist keine gute Angewohnheit. Ich habe auch Autosave aus, außer an so Schlüsselpunkten, glaube ich. Müssen wir jetzt? Alter Stollen. Okay, wir haben wieder was entdeckt. Da gehe ich sofort rein, Leute. Wir machen heute alles vor Flussheim, egal wie lang es geht. Gut, dass ich dich sehr früh gesehen habe. Aber nicht erschreckt, Leute. Kein Schock gehabt. Alles gut. Oh Gott. Das habe ich tatsächlich nicht so erschreckt, aber es war sehr lustig gerade, fand ich. So, ich kite die gerade ein bisschen. Es wurde mir da ein bisschen zu brenzlig. Oh, der Wolf ist in einem sehr schlechten Moment gestorben. Aber wir haben nicht viel Leben verloren. Also das mit dem Stollen ist so eine Sache. Wir haben halt schon Trageprobleme. Vielleicht sollte ich den erst nach Flussheim erforschen. Andererseits stehen wir halt jetzt gerade direkt davor. Deshalb bin ich dazu geneigt. Also so weit runter wollte ich eigentlich nicht. Wir gehen da eh nochmal hin wegen der Schatulle. Ist da was wir machen? Wir gehen einfach mal rein, ja, davor speichern, haben Essen, dann gehen wir rein und dann gucken wir uns das Ganze einfach an. Oh, den könnte man nochmal durchsuchen. Hat er irgendwas ganz Feines dabei? Nee, hat er nicht. Und wenn ich jetzt gleich sehe, alter Stollen klingt halt sehr groß, finde ich. Mal gucken. Oh Gott. Oh, ich habe keine Mana. Mach doch! Mein Typ hat nicht geschlagen. Egal. So gemein, wenn die einen am Anfang angreifen, sofort. Nehmen wir was Leckeres hier, so. Okay, was haben wir denn da fein? Das ist ein Eis. Oh, das hätte ich nicht nehmen sollen. Richtig dumm gewesen. Okay, wir gucken es uns kurz an. Ich werfe hier ein bisschen was weg. Ist ja auch nicht so schlimm. Guck mal, wir können auch ein paar echt schwere Sachen weghauen, glaube ich. Hier Rattenhaut. Aber das behalte ich mal. Eisenschwert, Lederschild. Die Schädel werfe ich alle weg. Und zack, wir haben Platz. Ist auch Götterschild. Die haben ganz guten Wert, finde ich, die Dinger. Kann ich da rauf? Nee. Oh, cool. Ich bin mir noch nicht sicher, ob es groß oder klein hier ist. Aber diese Hand, die hat ihren Spaß. 10 Einzelteile. Nicht schlecht. Ich habe gerade so widerstanden, Herr Specht zu sagen. Oh Gott, was ist das denn? Ich dachte. Ah, da hinten sehe ich schon einen Troll. Ist ja auch immer eine schöne Sache. Warte mal, was? Was ist jetzt passiert? Oh, ich habe. Wir kämpfen erstmal, wir gucken uns danach hier überall um. Gib ihm, Junge. Der ist ganz schön klein, dieser Höhlentroll, aber mega stark. Er macht keinen Schaden, er hält nur viel aus. Und er hat übelst die Regeneration. Haben wir doch nochmal was Großes entdeckt hier, ey. Ich werd hier voll viel verpassen in dem Stollen, weil der einfach sehr weiträumig ist, habe ich das Gefühl. Mit vielen kleinen Ecken und so. Ich versuche, möglichst strukturiert durchzugehen. Wisst ihr was? Ich ignoriere diese blöden Pilze. Wer braucht sowas? Okay, die will ich.
Hier ist wieder ein Kampf. Da hinten. Ah, da kommt der nächste. Mein Wolf, mein Wolf! Wolf! Nicht zum Stein, der Stein ist nicht unser Gegner. Da hat er ihn. Okay, er hat ihn. Heil ihn an und schlag ihm aufs Gesicht. Toll! Die tun mir ein bisschen leid, weil die so klein sind. Ich weiß auch nicht. Okay, jetzt gehe ich mal hier lang. Ach Quatsch. Sorry. Wir machen erstmal den linken Weg. Hier ist nichts. Da streckt er sich noch tief rein. Da hinten sehe ich den nächsten Troll. Okay, dann wissen wir schon mal, wo es weitergeht. Sondern dennoch recht geradlinig alles. Ich gehe jetzt nochmal kurz auf der rechten Seite ein wenig inspizieren. Ich glaube, ich mache den jetzt nicht so super gründlich, Leute. Also verzeiht mir, wenn ich die eine oder andere Kleinigkeit oder Großigkeit verpasse. Aber in der Ecke wollte ich schon nochmal schauen. Schau, was ist denn hier? Oh, hier sind auch noch ein Troll. Okay, erstmal hier rein. Der ist gut. Das ist auch okay. Wolf, Alter. Wolf, Junge! Alter, Junge! Okay, kämpfen alleine. Der will wirklich gar nicht. Ich habe nie einen Wolf gesehen, der so wenig Lust auf Kämpfen hat. Ja, jetzt kommst du angeschlichen, wa? Der macht genau meine Taktik, der Wolf. Selber will er keinen Schaden fressen. Das Teufel sollte ich vielleicht auch nicht mehr mitnehmen, eigentlich. So, das könnte hier fast, ups, ein weiterer Ausgang sein oder so. Ah ne, es ist einfach eine Höhle. Oh, wie cool. Okay. Schaut mal, da hat er sich eine Ziege geschnappt und... Was ist das hier? Es sieht aus wie ein Hirsch oder was Größeres. Hm, Ziegenhaut macht wahrscheinlich Leder. Ja komm, wir haben noch genug Platz. Ziegenfleisch nehme ich auch mit. Halt euch um 15 Punkte. Einmal. Okay, ist so ein Instant-Heal. Zählt das rätselhafte Nomaden, Schritte des rätselhaften Nomaden. Davon hatten wir doch auch schon was von dem rätselhaften Nomaden, oder? Hm, ja, hier, guckt mal das. Ich meine, ich könnte mir jetzt übrigens das anzuziehen, weil die andere Halskette ist jetzt nicht so wichtig. Und das für den Z-Bonus, vielleicht geben zwei schon Z-Bonus. Aber das ist halt Mentalismus und so. Also es ist nicht interessant für uns. Oh, eine schicke Truhe, so einen habe ich noch nicht gesehen bisher. Eisenbarren, Langbogen, Schockschutz, die ist egal. Das ist auch egal. Oh, und noch eine Ziege. Also dieser Troll, der wusste, was ihm schmeckt. Ekelhafte Viecher auf jeden Fall. Warte mal. Nee, oder? Da geht's nicht lang. Nee. Nee. Also es geht vielleicht hier raus irgendwie, aber... Wir gehen noch weiter rein. Große Folge vor Flussheim. Nochmal richtig schön lang. Ich finde bei so einem Spielen auch mal so längere Parts voll in Ordnung. Ich weiß nicht. Wenn jeder, also 40 Minuten versuche ich ja, ich halte es ja eh nie ein. Aber wenn jeder Part irgendwie eine halbe Stunde dauern würde, nehmen wir ja noch in 3 Jahren hier. So, ne, das will ich dann auch nicht. Oder ich renne halt richtig schnell durch. Nee, das fährt wohl... Ah, obwohl, das wiegt nur 1 und ist 15 wert. Das macht schon Sinn, die mitzunehmen. Ups, leer. Mittlerweile bin ich soweit schon, dass ich es zumindest lese. Dass da leer steht. Und hier haben wir die nächste kleine Höhle mit einer Ziege. Das ist gut, weil das heißt, hier wird der Dungeon enden. Schmuckschatulle. Hier irgendwo ist das. Oh, die ist gar nicht so leicht. Geknackt. Ring der Präzision. Bögen verursachen 8%. Okay, ist nichts für uns, aber eigentlich ganz cool. Und die nächste riesige Zweihandwaffe. Verdammt, wieso kriegen wir keine magischen Einhandwaffen? Ich bin sauer. Nur so einen kleinen Dolch haben wir mal bekommen. Hm, das brauche ich alles.
Ziegenfleisch. Ich kann ja Ziegenfleisch essen. So. Oh, hat nicht gereicht. Nägel will ich behalten. Hier, Kelch. Ah, wir haben immer noch zu viel. 83. Ja, Menschfleisch will ich eh nicht. So. Immer noch zu viel. Das sind alles ganz leichte Sachen. Hm, hier Kohle. So, jetzt sind wir fertig. War gut, dass wir noch reingegangen sind, Leute. Weil es eben doch überschaubar groß war. Und ich denke, die meisten Ecken hier haben wir tatsächlich erforscht. Fackel weggesteckt hier. Und zurück zur Sonnenküste. Voller Erfolg nochmal, die kleine Aktion da drin gewesen. Ein paar magische Sachen gefunden. Leider nicht so richtig gut für unseren Charakter. Aber ich fand, es war trotzdem ein Erlebnis. Die Sachen sind auch einfach immer gut designt. Also die Höhlensachen sehen einfach verdammt gut aus, finde ich. Ja, das war schlau. So, jetzt genau, jetzt kommt das Dorf. Das hatten wir ja schon von oben gesehen. Und das Letzte, was es vor, falls es überhaupt Flussheim ist, vor diesem Dorf dazu entdecken. Wir gehen eh in das Dorf, ich muss verkaufen und alles. Ich höre schon Kühe, cool. Oder sowas ähnliches, vielleicht waren es auch Ziegen. Ich glaube, es waren Kühe. Ich habe Ziegen gesehen und Kühe gehört. Genau, das Letzte, was wir davor machen, ist, wir gucken uns hier um. Hier habe ich schon mal eine Wurzel entdeckt. Das gibt mir das Signal, dass da was ist. Und da ist was. Ein Zelt. Wo genau sind wir aktuell? Okay, wir sind im Süden. Ich finde es cool, dass es so ein bisschen in den Berg gelassen ist. Da unten ist noch ein Strand. Das ist ja alles ein Gebiet, was ich erst nach Flussheim erforschen werde, Leute. Aber diesem Zelt hätte mich jetzt schon egal, oder? Ist egal. Kommt. Irgendwann ist auch mal gut. Komme ich jetzt da wieder runter auf dem Wege? Erstmal schauen, ob das hier Flussheim ist. Das sind Kühe gewesen, glaube ich. Ah nee, das ist hier so ein Vieh. Ah, cool. Flussheim, Mareks Hof. Okay. Das ist Mareks Sichelschlag. Mit dem werden wir uns nächste Folge unterhalten. Wir sind endlich da. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Macht's gut.